nach Sachsen-Anhalt. Es geht um ein Verbrechen auf einem Schulhof in Halle. Die Opfer sind zwei 16-jährige Jugendliche. Die Täter kamen von außerhalb der Schule. Und hätte nicht eine Putzfrau beherzt eingegriffen, die Situation wäre möglicherweise weiter eskaliert. Das ist einer der unbekannten Täter, die auf einem Schulhof in Halle einen Raub begingen. Freitag, 25. April 2014. Wie an jedem Morgen um 7.10 Uhr steigt hier in der Hallenser Südstadt der 16-jährige Kevin Pauli aus der Straßenbahn Nummer 3 aus. Dann läuft er in die Budapester Straße zur Sekundarschule am Fliederweg. Er geht in die 10. Klasse. Noch ahnt er nicht, dass ihn gleich in der Deutschstunde der erste Ärger erwartet und er an diesem Tag eine weitere Erfahrung machen wird, die er so schnell nicht wieder vergisst. Wir haben eben so eine Lieblingslehrerin und ja, wir haben uns mit der so kleinen Spaß erlaubt. Und ja, die Lehrerin fand das wohl nicht so nett, wie wir uns das gedacht haben und hat uns dann eben vor die Tür geschickt. Kevin und sein Schulfreund fliegen wegen ihres Streichs aus dem Klassenzimmer und anstatt vor der Türe zu warten, gehen die beiden ohne Erlaubnis der Lehrerin auf den Schulhof. Zur gleichen Zeit nähern sich zwei offensichtlich angetrunkene Männer der Schule. Sie fallen durch ihr rüpelhaftes Verhalten auf. Dann sind eben die zwei Typen an der Schule vorbeigelaufen, haben eben so ein bisschen dumm angemacht. Wir haben uns dabei nicht viel gedacht. Und als sie wieder zurückkamen und dann gerufen haben, dass wir nicht so dumm gucken sollen. Und als sie dann reinkamen, ja, dann war eben schon so ein Gefühl der Respekt, der Angst. Die zwei Männer kommen auf den Schulhof und gehen zielstrebig auf Kevin und seinen Freund zu. Sie haben einen gefährlich aussehenden Hund dabei. Hast du mich doof angeguckt? Ich hab's gesehen, du hast mich doof angeguckt. Sofort werden die beiden Unbekannten handgreiflich. Sie bedrängen die Schüler massiv, drohen ihnen Schläge an und zwingen sie, ihre Handys herauszugeben. Der Hund, der war ja eigentlich schon der Faktor, da wo man sich gedacht hat, wenn man jetzt nicht sagt, was er will, dass er eben den Hund irgendwie auf einen loshetzt, kann man ja nie wissen. Und ja, die Typen waren ja auch recht brutal, da hat man ja auch schon wirklich ein schlimmes Gefühl gehabt. Eine Putzfrau der Schule beobachtet den Überfall. Erst zögert sie, doch dann geht sie mutig auf die Täter zu und droht mit der Polizei. Daraufhin verschwinden die Männer. Ihre Beute, ein Nokia-Handy und ein Smartphone Samsung Galaxy S3 Mini. Die Putzfrau verständigt die Polizei. Die Wache ist ganz in der Nähe. Doch die Beamten können bei ihrem Eintreffen die Täter nicht mehr stellen. Nach den vorliegenden Informationen müssen wir hier von einer schweren Straftat, und zwar von einem Raub nach § 249 StGB ausgehen. Dies stellt einen Verbrechenstatbestand dar und somit sind wir natürlich sehr bemüht, diese Straftat auch aufzuklären. Sofort befragen die Beamten mögliche Zeugen und das mit Erfolg. Und können so ein Phantombild des Haupttäters anfertigen. Nach Veröffentlichung der Phantomzeichnung gab es zwei Hinweise aus der Bevölkerung, die allerdings leider bisher nicht zur Ergreifung der Täter führen konnten. Haben Sie den gesuchten Mann auf dem Bild vielleicht erkannt? Wissen Sie, wo er sich aufhält? Er soll 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 groß sein. Er ist schlank, hatte sehr kurze dunkle Haare, fast schon eine Glatze. Dieser Täter trug eine schwarze Jogginghose, ein weißes, langärmliches Oberteil, eine helle Mütze, eine silberfarbene Kette am rechten Handgelenk und eine schwarze Sonnenbrille. Außerdem habe er mit in Halle ortsüblichem Dialekt gesprochen. Der zweite Täter, das war der mit dem Hund und einem auffälligen Lippenpiercing links, soll ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, aber nur 1,70 bis 1,80 groß sein. Dieser Mann hat eine kräftige Gestalt und war mit einer hellgrauen Tarnhose, T-Shirt, Turnschuhen, Basecap und Sonnenbrille, alles in Schwarz, bekleidet.
Wenn Sie meinen, die hier beschriebenen Täter zu kennen, dann Ihre Hinweise bitte jetzt an die Kripo Halle. Telefonnummer 0345 224 6295.